So, hi und hallo mal wieder. Ja, ihr habt richtig gelesen und ja, ihr seht richtig. Mal kein Magazin, kein Comics, sondern mal wieder Boosterkarten. Ja, ich habe in meine Kommentare gelesen, also ist es mehr ein Wunschvideo, habe ich doch mal wieder Bundesliga Boosterkarten aufmachen kann, die neuen. Ja, Magic Attacks sind die neuen, aber die noch neueren sind die Action. Und ich weiß, ich habe die noch nicht angeboxt, weil eigentlich die Extras, die Action, ich mag die nicht so, weil das ist Geldverschwendung. Aber wie gesagt, das ist meine Meinung. Man braucht zwar die limitierten Karten teilweise, die packe ich dann auch immer wieder rein. Deswegen habe ich mir jetzt gedacht, mache ich doch mal 6 Booster-Tütchen der Match Attacks Action 2019. 20 Booster auf und in einem Booster-Tütchen sind immer 11 Karten. Das bedeutet, ihr habt hier 66 Kartenmotive, die ich euch jetzt zeige, die ihr vielleicht kennt oder auch nicht kennt. Also fangen wir jetzt direkt mal an. Und ja, viele wissen, dass ich diese Zusatz-Booster-Karten, ich habe sie zwar, die alten, die neuen nicht, weil ich, für mich ist es Geldverschwendung. Aber wie gesagt, das ist meine persönliche Meinung. Eure Meinung schreibt ihr mir natürlich jetzt in die Kommentare, wie ihr das findet, was ihr davon haltet. Sammelt ihr sie? Und wenn ja, sammelt ihr die Bundesliga auch? Sammelt ihr vielleicht alle Sammelmappen? All das könnt ihr, sollt ihr für mich und alle anderen Zuschauer natürlich posten, kommentieren, ganz wie ihr es sehen wollt. Das ist jetzt das hochwertige Karte. Ich packe sie mal nach rechts. Ihr wisst ja, rechts packe ich immer die, die das hochwertiger sind und die natürlich diese Magic Attack Action sammeln möchte. Ich versuche immer unter ein Video zu verlinken, wo ihr sie sicher und bequem, das ist es immer, sicher und bequem immer, günstiger, müsst ihr selber immer schauen. Aber meistens packe ich immer so Tindosen drunter, sind dann etwas teurer, aber ist mehr drinne, wie die einzelnen Booster. Aber das wisst ihr ja, deswegen schaut immer unter ein Video, da packe ich immer was drunter von das, was ich ein Video von mache. Das dazu mal wieder, weil mich immer viele fragen, wo kann man die denn bestellen? Immer unter ein Video schauen. Aber ja, ich bin echt gespannt auf eure Meinung, was ihr davon haltet. Von der Serie. Hier eine Club 100. Sieht natürlich richtig schick aus in diesem Farbkombi. Leider aber falscher Club. Aber trotzdem eine Club 100er. Ich lege sie auch mal nach rechts, dann brauche ich jetzt nicht den dritten Haufen machen. Aber zumindest eine richtig hochwertige Karte gezogen. Ja, das ist der Club, wovon sie sein hätte können, sollte. Die Karten sehen irgendwie für mich alle gleich aus. Aber das wisst ihr ja. Ich sage es ja jedes Mal, ich habe ja meistens immer Vergleichsbooster aufgemacht mit den anderen Serien alle. Ja, die limitierten Karten davon, schön und gut. Die habe ich einige, das wisst ihr ja. Die packe ich dann in die normale Sammelmappe mit rein, alles andere, naja. Nicht so hochwertig, aber kommt trotzdem nach rechts. Ja, und wenn ihr den Link besucht, ihr wisst ja, die Booster-Tütchen, die sind auch etwas teurer, weil eben 11 Karten drin sind. Aber das brauche ich ja für alle Sammler nicht zu betonen. Hier wieder ein Bundesliga-Logo. So, 2 Booster habe ich noch. Das heißt, 22 Karten kann ich euch noch präsentieren. Oh, schaut mal hier. Hammer.
eine limitierte Auflage gleichgezogen. Das ist richtig cool. Also jetzt cool für mich. Und natürlich, dass ich es euch präsentieren kann. Und kommt bei mir sowieso in der normalen Sammelmappe rein, der Bundesliga. Aber richtig cool. LE30 ist natürlich richtig genial. Hat sich also doch gelohnt, davon ein Video zu machen, mir ein paar Boostertütchen zu besorgen. All die Sammelmappe, gebe ich zu, habe ich nicht. Aber jetzt eine limitierte Karte. So, ich hoffe natürlich, dass die auch selten ist und dementsprechend auch hochwertiger. So, und hier ist es nun das sechste und letzte Booster-Tütchen der Magitek Action-Serie, wo ihr die sicher und bequem bestellen könnt. Verlinke ich unter dem Video. Meistens eine Tindose, weil die immer ziemlich günstig sind, was man dafür kriegt. Und alles andere schreibt ihr mir natürlich in die Kommentare, wie ihr die findet, was ihr davon haltet und. Und wenn ihr eben nochmal Lust habt, davon ein paar Booster zu sehen, schreibt mir das natürlich auch in die Kommentare, wenn einige zusammenkommen. Vielleicht werde ich dann noch ein paar Booster-Tütchen öffnen oder vielleicht auch mal wieder ein Vergleichsvideo machen von die Action, von den normalen Booster, also Magitex. Ich bin mal gespannt, was ihr wollt. Mache ich dann irgendwann. Umso mehr es wollen, natürlich umso schneller. Aber hier war natürlich jetzt in meine Booster-Tütchen richtig cool. Eine limitierte, die LE30. Der Club 100 ist ja auch immer richtig hochwertig. Also da habe ich schon was Nettes gezogen, wie ich finde. Aber wie gesagt, eure Meinung ist mir wichtig. Ihr schreibt mir jetzt alles darüber in die Kommentare. Und ich sage wie immer, bis demnächst, guckt hin und schaut zu.